Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Herzlich willkommen am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zur heutigen Ausgabe des Digitalen Salons. Für all jene, die das nicht wissen, der Digitale Salon ist unser analoges Format, bei dem wir uns den brennenden Fragen der digitalen Gegenwart annehmen. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe des Digitalen Salons, weil einerseits ist es die zweite, erst die analog wieder stattfindet hier vor Ort, und andererseits, und das ist noch viel wichtiger, findet die in Kollaboration statt, einerseits mit dem wunderbaren Blog Elephant in the Lab, das ist das Logo, und andererseits mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, mit dem wir zusammen diese Veranstaltung heute machen. Ja, und der Titel dieser Veranstaltung heute ist Expertise in der Krise, und ihr habt vielleicht auch vernommen, dass da eine gewisse Doppeldeutigkeit im Titel vorhanden ist, nämlich einerseits könnte sich darauf beziehen, dass sich die Wissenschaftskommunikation selbst in einer Krise befindet, und auf der anderen Seite kann man auch verstehen, dass es um Wissenschaftskommunikation während der Krise geht, und von denen haben wir ja einige im Moment. Vielleicht ein paar Beobachtungen zur letzten oder zur aktuellen immer noch Krise Corona. Wir haben gerade in Bezug zu Wissenschaft und Öffentlichkeit einige Dinge, glaube ich, beobachten können. Einerseits beispielsweise, dass niemals zuvor Wissenschaft derart in der Öffentlichkeit stand. Also es gab kaum eine Diskussionsveranstaltung im Fernsehen, kaum eine Talkshow, die ohne WissenschaftlerInnen zurechtkam. Zeitweise war ein Virologen-Podcast die Informationsquelle für die deutsche Bevölkerung. Wir haben aber auch gesehen, dass es teilweise schwierig ist zu erkennen, wo echte Expertise ist und wo vielleicht Schwurbelei stattfindet. Und wir haben auch gesehen, dass sich Expertisen natürlich auch widersprechen können. Zweitens, was wir gesehen haben, ist, dass Wissenschaftskommunikation sich eben nicht mehr nur auf das basiert, was nach der Forschung passiert. Wir haben gesehen, dass sehr stark auch, sagen wir mal, Themen wie die wissenschaftliche Methode plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit standen. Wir haben über sowas gesprochen wie Preprints, Data Sharing, wir haben erfahren, was Inzidenzwerte sind. Wir haben aber auch gesehen, dass das teilweise Irritationen hervorrufen kann, beispielsweise dann, wenn unveröffentlichte oder ungeprüfte Ergebnisse Gegenstand öffentlicher Debatten und politischer Entscheidungsfindungen wurden. Dritte Beobachtung, niemals zuvor war das Vertrauen in die Wissenschaft so hoch wie während der Krise. Wir haben zumindest dann, wenn man den Zahlen des Wissenschaftsbarometers von Wissenschaft und Dialog Vertrauen schenken mag, das tun wir natürlich. Wir haben aber auch gesehen, dass es nie zuvor dagewesenes Ausmaß an Wissenschaftsfeindlichkeit, Wissenschaftsskepsis und Angriffe auf die Wissenschaft gab. Es gibt also sehr viele wirklich spannende Themen, die wir heute unter diesem Schirm diskutieren können. Und ich bin sehr froh, dass wir das heute tun können. Und übergebe damit an unsere Moderation für heute Abend, wie immer, Katja Weber. Vielen Dank dir, Benedikt. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend hier drin und draußen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer noch, Leute so auch unterhalb des Kinns sehen zu können. Klasse. Herzlich willkommen auch im Stream. Ja, liebe Sachverständige, könnte ich dann wohl sagen, weil genau wie Benedikt es anmoderiert hat, ihr wisst ja inzwischen Bescheid über Immune Escape und R-Wert, und vorher habt ihr euch schon ausgekannt mit Dieselskandal und AdBlue, und wir wissen auch Bescheid in groben Zügen über das Pariser Klimaabkommen und über die Ziele, die da gesteckt worden sind. Jetzt sind wir vielleicht nicht in all diesen Bereichen bis in die letzten hintersten Winkel sattelfest, aber wir setzen uns mit diesen Themen, da nehme ich euch jetzt einfach mit rein in das Wir, setzen wir uns auseinander. Das Leben im 21. Jahrhundert mutet uns das einfach zu, wenn wir mündig leben wollen, handeln, wählen etc. pp. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Über Artillerie und über Geschützsysteme weiß ich inzwischen auch mehr, als ich jemals wissen wollte. Dieses Wissen gelangt zu uns, weil wir es brauchen, und wir suchen es auf, entweder aus erster Hand bei den Forscherinnen und Forschern auf Twitter oder in YouTube-Formaten, oder wir bekommen es vermittelt in journalistischen Formaten. Darüber wollen wir heute sprechen, über die vielleicht, weiß ich nicht, mal gucken, was das Panel sagt, noch unausgeschöpften Möglichkeiten, vielleicht auch die Grenzen, so es die gibt. Natürlich mit drei Expertinnen und Experten, die ich euch vorstellen möchte. Aber wie immer ist das auch eine Diskussion, wo wir gerne aufgreifen, was ihr reinwerfen wollt. Oder wenn ihr denkt, das interessiert mich jetzt gar nicht, worüber die reden, das vorhin war so spannend, dann macht euch gern bemerkbar, dann greifen wir das auf. Also zur Vorstellungsrunde. Birte Fähndrich ist hier. Die hat so ein wunderschönes Magisterstudium mit sehr vielen Fächern absolviert, nämlich Kommunikations- und Medienwissenschaft und in den Nebenfächern Kulturwissenschaften und Psychologie. Dann promoviert an der Uni Leipzig zu strategischer Kommunikation in der auswärtigen Wissenschaftspolitik.
Dann warst du und bist es noch lange im universitären Bereich unterwegs, an verschiedenen Unis, an der FU schwerpunktmäßig, aber auch hier in der Nachbarschaft an der BBAW, also der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Immer mit dem Fokus auf Wissenschaftskommunikation und immer im akademischen Kontext. Und dann kam Ende vergangenen Jahres ein neuer Tanzboden dazu. Seither ist Birte nämlich Referentin am Bundesministerium für Bildung und Forschung im Referat Überraschung Wissenschaftskommunikation. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Und Corinna Hennig ist da, Wissenschaftsredakteurin beim NDR. Und ich wette, die allermeisten von euch kennen zumindest ihre Stimme. Seit Beginn der Pandemie hat sie mit Christian Drosten ausführlich und regelmäßig besprochen, was das Virus gerade treibt. Später kamen dann weitere Kolleginnen dazu, sowohl moderationsseitig als auch bei den Gesprächspartnern und Partnerinnen. Dieser Podcast hatte, und ich vermute, hat vielleicht sogar noch, aber Millionen Abrufe, hat zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst für das Format, für die Macherin und uns allen die Erkenntnis gestiftet, das fand ich sehr großartig, dass sich viele Menschen ausdauernd sehr komplizierte Sachverhalte anhören. Also ich wette, diese Abhörrate ist eine, wo Spotify-Manager durchdrehen, wenn sie die sehen. Ich hätte ein Biologiestudium vermutet bei dir, aber wenn die Wikipedia nicht lügt, ist es Geschichte und Germanistik gewesen, ne? Ja, richtig. Und noch Journalistik im Nebenfach. Herzlich willkommen jedenfalls. Danke für die Einladung. Und wir begrüßen Maximilian Heimstedt. Der ist Organisationsforscher und du hast Studienfächer und Abschlüsse, ich habe es mir mal so übersetzt, zwischen Betriebswirtschaften und Organisationssoziologie absolviert, ne? Und promoviert dann am Institut für Management an der Freien Universität hier in Berlin. Jetzt bist du einerseits unterwegs am Fachbereich Soziologie der Uni Bielefeld und leitest andererseits, also auch jemand in einer Doppelfunktion, die Gruppe Reorganisation von Wissenspraktiken am Weizenbaum-Institut hier in Berlin und damit Blick auf all das, was so groß Open Science genannt wird. Willkommen. Herzlichen Dank. Dann lass uns doch mal Open Science genauer am Schlawittchen packen, was das genau ist. Also bei mir und ich vermute bei vielen anderen ist zuerst die Assoziation da Citizen Science, Bürgerbeteiligung. Dann denke ich an sowas wie die Studie aus Krefeld von 2017, wo eben ehrenamtliche Insektenkundler festgestellt haben, über Jahre und Jahrzehnte, dass es einen enormen Artenschwund gibt. Und damit sind so Begriffe wie Diversität, Biodiversität bei uns, würde ich sagen, final angekommen. Aber Open Science meint ja noch viel mehr. Von welchem Ende guckst du da rein in den Bereich? Mich interessieren eigentlich alle möglichen verschiedenen Open Science Praktiken. Innerhalb der Open Science Community gibt es dann wiederum einen Streit darüber, was jetzt eigentlich noch normale Science ist und wo jetzt die Offenheit anfängt. Beispielsweise ist ein besonders hart umkämpftes Thema eben gerade Wissenschaftskommunikation. Sollte das eigentlich eine Standardanforderung an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein oder ist das quasi schon der Schritt, den man darüber hinausgeht, die quasi progressive Öffnung in die Gesellschaft hinein, würde sagen. Allgemein unterscheiden sich diese Open Science Praktiken in Praktiken des Teilens. Da geht es dann noch um Datensätze bereitzustellen oder Artikel quasi vor eine Paywall zu stellen, dass jeder die lesen kann. Und dann eher so partizipative Praktiken, da würde Citizen Science reinfallen. Also die Frage nach Möglichkeiten, danach vielleicht Menschen in den Forschungsprozess zu integrieren, die jetzt nicht hauptberuflich Forschung machen. Ich weiß, du beschäftigst dich auch mit Preprints. Benedikt hatte die gerade schon angesprochen. Also wissenschaftlichen, ja, so Vorabveröffentlichungen, die noch nicht begutachtet, wissenschaftlich begutachtet sind. Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen das, weil das genau das ist, wo sich Sandra Ziesek und Christian Drosten immer zusammen mit den Moderatorinnen drüber gebeugt haben und versucht haben, das zu gewichten und das einzuordnen. Sonst ist das aber ja eigentlich was, diese Preprints, wo wirklich die Scientific Community drauf guckt, wo ich eigentlich als Verbraucherin sehr wenig von mitkriege. Erklär uns doch vielleicht noch mal ein bisschen diese Preprints, wo die zu finden sind und wer, muss ich dann vielleicht sagen, inzwischen wieder mitarbeitet. Also die Geschichte der Preprints ist mittlerweile, glaube ich, gut 20 Jahre alt. In den 90er Jahren gab es die ersten Server, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Prinzip so fertige Manuskripte, die aber noch nicht mühsam begutachtet wurden. Quasi man schreibt etwas fertig und in dem Moment stellt man es schon mal auf eine Plattform, wo dann Kolleginnen und Kollegen quasi auf diese vorläufigen Ergebnisse zurückgreifen können. Das fing in den 90er Jahren an, vor allen Dingen in der Physik und für eine ganz lange Zeit
blieb das auch da. Denn die waren zwar theoretisch frei zugänglich, aber es hat sich wirklich niemand dafür interessiert. Es gab auch nicht viele von diesen Servern. Und dann seit 5 Jahren oder vor 5 Jahren gab es so einen Kipppunkt. Da hat auf einmal die Anzahl von diesen Preprint-Servern rapide zugenommen und heute hat eigentlich fast jede wissenschaftliche Disziplin ihren eigenen Preprint-Server. Es gibt heute um die 60 oder 70 und wahrscheinlich jetzt seit 2 oder 3 Jahren hat sich auch geändert, wer da drauf schaut. Es waren wirklich lange Zeit nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und mittlerweile haben einfach andere Interessensgruppen diese Server auch entdeckt und festgestellt, wenn ich mich quasi selber informieren möchte über die neueste Corona-Forschung und vielleicht mal eine kleine Privatforschung vorantreibe, dann könnte ich ja einfach mal ein paar Stichworte in diesen Server eingeben und dann mir so zusammenreimen, was wohl dieses Ergebnis bedeutet. Mhm. Du hast gesagt, vor 5 Jahren etwa gab es so einen Kipppunkt, wo sich das Phänomen oder diese Praktik total multipliziert hat. Kannst du zu fassen kriegen, was der Auslöser dafür war? Also einfach, dass es möglich ist, digitaler Wandel und das Bedürfnis, diese Papiere vorab mit Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren? Ja, also die Papiere wurden eigentlich vorher auch schon diskutiert, man hat die aber eher so ein bisschen ungerichtet einfach rumgeschickt. Es gab schon in fast allen Forschungsgemeinschaften Mailinglisten oder man hatte halt seine Freunde und denen schickt man seine Artikel. Genau, und holt so ein bisschen Feedback ein. Ich glaube, es gibt eigentlich 2 Gründe. Zum einen, dass sich Open Access in der Wissenschaft stärker durchgesetzt hat. Das heißt, die Idee, wissenschaftliche, also richtige oder fertige wissenschaftliche Ergebnisse sind frei zugänglich. Das ist mittlerweile an vielen Universitäten Standard oder man versucht es zum Standard zu machen. Und das hat irgendwie auch die Schwelle gesenkt, dass man sagt, na gut, dann können wir eigentlich diese Arbeitspapiere auch schon hochladen. Das heißt, es gab da wie so eine Normveränderung und dann haben tatsächlich große Stiftungen, wie zum Beispiel die Stiftung von Mark Zuckerberg und seiner Frau, angefangen, die Förderung von Preprint-Servern als eine Spielart der Wissenschaftsförderung zu entdecken. Mhm. Das heißt, da wurden dann nicht mehr nur Individuen gefördert, sondern gesagt, das sind irgendwie mittlerweile relevante Infrastrukturen, da stecken wir mal Geld rein. Und vorher waren diese Server wirklich in größtenteils ehrenamtliche Projekte, die ziemlich prekär finanziert waren. Und das hat sich geändert zu der Zeit. Jetzt beschäftigst du dich, Corinna, natürlich als Wissenschaftsredakteurin beim NDR auch schon länger mit dem wissenschaftlichen Instrumentenkoffer, mit Methoden, Studien, kennst die Preprint-Server, warst aber wahrscheinlich bis 2020 noch nicht knietief in den Papieren, die ihr dann danach im Podcast diskutiert habt, mit all diesen wirklich hochspeziellen Fachbegriffen und Taxonomien und so weiter und so fort. Wie hast du dir das drauf geschafft? War das für dich so ein Crashkurs da in den ersten Wochen? Oder bist du irgendwo hin und hast gesagt, ich brauche jetzt mal bitte eine Druckbetankung zu dem Thema? Zu mir nach Hause. Blut, Schweiß und Tränen, kann ich sagen. Also, naja, ich hatte natürlich die besten Gesprächspartner dafür, das kann man sagen. Und so ein Podcast ist ja erstens nicht live, da wird zwar dran geschnitten, es ist jetzt trotzdem ungefähr so, wie es gemacht wird. Wir kürzen dann ein bisschen und putzen ein bisschen, aber wir bereiten den ja auch immer vor. Das heißt, in den ersten Wochen des Podcasts war das so wirklich auf Zuruf. Da haben wir bis nachts um 2 uns irgendwelche Preprints hin und her gemailt und es war wirklich auch so unübersichtlich, dass selbst Christian Drosten dann zu mir sagte, wenn ich gesagt habe, ich habe da was entdeckt, ja, schick mal, gucken wir uns mal an. Mhm. Also der konnte auch gar nicht den Überblick behalten, der konnte es dann aber natürlich beurteilen. Und auch auf den ersten Blick natürlich ein bisschen schneller, wenn er dann die Namen da drauf kannte, dann konnte er einordnen, was ist das für ein Institut und weiß, wie die arbeiten so. Ja, aber ansonsten war es wirklich lesen und versuchen zu verstehen. Und man kann als geisteswissenschaftlich vorgebildeter Mensch natürlich keine immunologischen Paper verstehen. Aber alles, was epidemiologisch ist, da kann man ja erstmal auch versuchen, bestimmte, sich darin schulen, Fragen zu stellen daran. Gibt es eine Kontrollgruppe, ist so die klassische Frage. Mhm. Oder gibt es so eine Follow-up-Untersuchung? Also das spielt eine große Rolle bei der Frage, ist jemand asymptomatisch zum Beispiel? Wenn man den dann eine Weile später nicht nochmal fragt, kann es sein, dass er später Symptome entwickelt hat. Und so, also es sind wirklich ganz einfache Dinge. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann einfach quasi zeitgleich mit den Hörern und Hörerinnen das Lesen dieser Preprints gelernt. Mhm. Ich glaube, meine Hauptqualifikation ist Demut da gewesen, dass ich immer versucht habe, mir nicht einzubilden, ich habe das per se verstanden, sondern immer die Frage, habe ich das verstanden und mich immer rückversichert. Der Vorteil war natürlich, ich musste nur mitlesen, ich musste es ja nicht selbst erklären. Naja, aber die Fragen so zielgerichtet formulieren, dass die Erkenntnis sprudelt sozusagen und verständlich wird. Genau das, was du beschrieben hast, dieses, wie lese ich eine Studie, wie überprüfe ich überhaupt, ob die Stichprobe, auf der diese Studie beruht, relevant ist oder was die vielleicht sowieso schon an Eigenschaften mitbringt oder welche fehlen, das habe ich tatsächlich
mit euch gelernt. Jetzt hat Benedikt eingangs gesagt, dass unsere wissenschaftlichen Fähigkeiten sich insofern verbessert haben durch die Pandemie. Würdest du auch sagen, dass es das, also diesen Lernprozess hast nicht nur du vollzogen, sondern ganz, ganz viele andere Menschen? Weil natürlich ja auch es die Leute gab, die auf Preprint-Server gehen und gucken, was zwicke ich mir denn da ab, um es in meine Ideologie einzupassen beispielsweise. Ich würde sagen beides. Ich glaube schon, dass das ganz, ganz viele gelernt haben, vor allen Dingen die, die demütig sind. Also die nach wie vor sagen, ich bilde mir nicht ein, dass bloß, weil ich jetzt ein Jahr lang einen Podcast gehört habe, ich Bescheid weiß. Also ich fühle mich auch manchmal natürlich so ein bisschen, als hätte ich gratis Vorlesungen besuchen dürfen. Also wäre dann ganz am Anfang eines VHS-Studiums so ungefähr. Aber es gibt genug Leute, das kann man auf Twitter ganz gut beobachten, da gibt es teilweise Laien, die richtig gut kommunizieren, auch über Preprints, aber die tun das nie im Alleingang. Und das ist dieses Stichwort Demut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen von mir, aber weil die dann immer auch gucken, wer von den entsprechenden Wissenschaftlern der Fachrichtung twittert denn dazu und was sagt der? Und so arbeiten ja auch Wissenschaftsjournalisten. Selbst die, die ganz spezialisiert sind, würden, glaube ich, wenn sie seriös arbeiten, niemals eine Studie lesen, erst recht kein Preprint, und die dann einfach so berichten, sondern die rufen dann ja Leute an und holen sich mehrere Meinungen dazu ein und Einschätzungen. Und erst dann ergibt sich ein Bild. Aber es gibt leider die Leute, die haben, naja, die sind dann so gebiased, dass sie meinen, sie haben was gelernt. Dunning-Kruger-Effekt, sage ich nur, und überschätzen ihr eigenes Wissen. Und das ist die Gefahr. Das ist so, wie soziale Medien halt Fluch und Segen zugleich sind. Mhm. Und dann gibt es Leute, deswegen, ich habe vorhin zu Maximilian im Vorgespräch gesagt, das muss auch wieder weggehen, dass die Öffentlichkeit in diesen Preprints rummacht. Mhm. Weil es gibt schlecht gemachte, es gibt auch gut gemachte, aber da werden dann die falschen Schlüsse draus gezogen. Okay, das nehme ich mal gleich mit als Frage, ob ihr da zustimmt, dass das wieder weggehen muss. Aber vorher, Birte, würde ich dich gerne fragen, wie beurteilst du denn die Lernkurve dank Pandemie? Eher positiv, eher negativ? Jetzt klang ja hier schon beide Sentimente an. Ich glaube, wenn wir über diese Dinge nachdenken, denken wir zu sehr in unserer Bubble, also in unserer akademisch vorgebildeten, wissenschaftsinteressierten Bubble und übersehen, dass es große Teile der Bevölkerung gibt. Und da spreche ich jetzt noch nicht von Corona-Leugnern oder Querdenkern, sondern einfach große Teile der Bevölkerung, die das jetzt nicht intensivst betreiben, die sich jetzt nicht irgendwie Podcasts anhören und so weiter. Und da gibt's, es gibt auch wirklich tatsächlich auch im internationalen Vergleich ganz interessante Studien dazu, wie im Prinzip die Öffentlichkeit segmentiert ist mit Blick auf ihre Wissenschaftsnutzung. Und da gibt es durchaus eine große Gruppe, und das ist durchaus auch die Mehrheit der Bevölkerung, die sich eben nicht täglich über irgendwelche wissenschaftlichen Dinge informiert, die tatsächlich auch nicht aktiv sowas macht, die im Prinzip akzeptiert, dass es das gibt, die jetzt auch nicht irgendwie sich skeptisch ist, aber die sich jetzt auch nicht vertieft und intensiv damit auseinandersetzt. Mhm. Und ich glaube, dass im Prinzip natürlich durch die persönliche Betroffenheit, und da gibt es auch tatsächlich viel Forschung, die zeigt, wenn wir persönlicher betroffen sind, setzen wir uns natürlich intensiver mit bestimmten Dingen auseinander. Also auch Klimawandel beispielsweise, wenn wir merken, okay, das betrifft unsere Gesundheit und wir müssen was tun, setzen wir uns natürlich mehr damit auseinander, als wenn das irgendwelche politischen Entscheidungen weit weg sind. Dass es dadurch natürlich möglicherweise durchaus schon mehr Leute gab, die sich möglicherweise auch mal so einen Podcast angehört haben, aber trotzdem ist das nach wie vor ein kleiner Teil der Bevölkerung. Also in der Wissenschaftskommunikation spricht man oft von so Mini-Publics, die man erreicht. Vorgebildete Leute, die irgendwie generell irgendwie offen sind Wissenschaft gegenüber und so weiter und so fort. Und dass im Prinzip die Diffusionseffekte in die größere Bevölkerung nicht unbedingt da sind. Die Frage ist aber tatsächlich, brauchen wir das auch? Ne? Mhm. Also im Prinzip, wir sprechen momentan ganz viel davon, dass wir underserved audiences erreichen müssen. Also im Prinzip, dass jeder tatsächlich durch Wissenschaft erreicht werden muss und Wissenschaftskommunikation angesprochen werden muss. Und das ist natürlich immer eine normative Debatte. Brauchen wir das wirklich? Wozu brauchen wir das? Also ist das wirklich notwendig, dass jeder tatsächlich noch so kleine, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, Kassierer im Supermarkt oder wer auch immer tatsächlich sich irgendwie über Epidemiologie oder sonstiges auseinandersetzt. Okay, da waren jetzt auch schon wieder ganz viele Fragen drin. Hoffentlich vergesse ich die nicht alle im Laufe der Zeit. Da würde ich aber, du hast das jetzt, du hast die Fragen formuliert, ohne mir zu sagen, wie du sie beantwortest. Also würdest du sagen, es ist notwendig, dass wir alle im Sinne einer Gesamtheit oder sagen wir zumindest im Sinne einer großen Mehrheit Grundzüge wissenschaftlichen Arbeitens
verstehen und nachvollziehen können, wenn es denn Themen sind, die uns direkt betreffen, weil natürlich auch jemand, der im Supermarkt arbeitet, ist, du hast es gerade selber gesagt, möglicherweise gesundheitlich betroffen von der Pandemie, wie vom Klimawandel, wie vom Dieselabgasskandal etc. pp. Ja und nein. Also ich glaube, wir müssen uns tatsächlich gesellschaftlich damit auseinandersetzen, wie stark so diese wissenschaftliche Bildung sein muss. Und grundsätzlich hat ja zum Beispiel Schulbildung auch den Auftrag, jeden mit so grundsätzlichen, also mit Grundbildung zu versorgen. Und dazu zählt möglicherweise auch Grundbildung über physikalische Zusammenhänge, Klimawandel und so weiter. Also meine Tochter in der Schule lernt gerade Klimadiagramme lesen beispielsweise und spricht da auch über Klimawandel. Also das ist ja was, was wir sowieso machen. Die Frage ist bloß, also wenn wir jetzt uns tatsächlich so diese größeren Debatten über Wissenschaftskommunikation anschauen, dann geht das ja deutlich weiter und da ist tatsächlich die Frage und ich glaube, das ist aber wirklich eine Frage, mit der man sich irgendwie mal grundsätzlich auseinandersetzen muss, wie weit das gehen muss. Also ich kann das jetzt tatsächlich nicht pauschal beantworten, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Aushandlungsprozess. Und dann würde ich aber bei Maximilian gerne noch abholen, was deine Position war in der Debatte oder im Gespräch mit Corinna, das mit den Preprints, dass da jeder reinguckt und in der Stichwortsuche sich irgendwie rausmelkt, was ihm und ihr passt, das muss weggehen? Muss es? Oder ist das ganz geil, dass das alle machen können? Ja, also ich glaube, das muss überhaupt nicht weggehen. Vielleicht habe ich es in meinem Eingangsstatement auch so ein bisschen überspitzt dargestellt. Es ist natürlich eine sehr kleine Anzahl an Nutzerinnen, die dann wirklich da auf Preprints zurückgreifen und die dann mehr oder weniger absichtlich dekontextualisieren und irgendwie so falsch wiedergeben und für ihre Zwecke instrumentalisieren. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, Preprints lesen und da viel daraus lernen, ohne die Wissenschaftlerinnen dann quasi blöd dastehen zu lassen, weil sie deren Ergebnisse verfälschen. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Debatte über sowas wie eine Plattform-Governance für Preprint-Server, weil bisher waren es halt Infrastrukturen, die wirklich nur von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt wurden und bei denen, die gucken halt da drauf, die sehen eine Studie, die halten sie für Quatsch und die machen jetzt kein großes Drama draus, die wird einfach ignoriert. Dann landen die irgendwo ganz unten, dann sieht die keiner mehr und gut ist. Und selbst wenn die eine Studie sehen, wo sie denken würden, boah, ganz schön übertriebene so Schlüsse, die daraus gezogen werden, ob man das wirklich so machen kann, wird einfach ignoriert. Und das sind aber genau die problematischen Studien, die dann vielleicht da von anderen Leuten herausgezogen werden. Das heißt, es bräuchte im Prinzip sowas wie eine Content-Moderation für Preprint-Server und da gibt es bisher meines Wissens nach noch kaum Regeln. Also wirklich die Frage, ab welchem Punkt ist ein Preprint dermaßen verzerrt oder stellt sich rückblickend raus als vielleicht wirklich absichtlich irreführend, dass man ihn wieder depublizieren würde. Denn das war am Anfang der Corona-Pandemie, gab es einige relativ große Fälle, wo rauskam, okay, da haben Leute wirklich, die wollten schnell berühmt werden, haben völlig überzogene Schlüsse geschrieben, beispielsweise, dass sie mal eben am Nachmittag rausgefunden haben, dass Coronavirus eigentlich so ähnlich ist wie AIDS und deswegen auf jeden Fall aus dem Labor kommt. So, solche Studien sind dann erschienen und da wurde dann nach relativ viel öffentlichem Druck, wurde dann einfach nur so ein Banner eingefügt, ja, diese Studie gilt jetzt als depubliziert, aber auf dem Preprint-Server war sie immer noch für alle einsehbar und war weiter verlinkbar und so. Und ich finde, da könnte man mal drüber reden, unter welchen Bedingungen solche Beiträge dann komplett von den Plattformen verbannt werden, wie es teilweise auch auf Social-Media-Plattformen gemacht wird. Okay, jetzt würde ich mit euch gerne mal reingucken in ein Papier, das die Allianz der Wissenschaftsorganisationen veröffentlicht hat im Mai 2020. Also ich vermute, da steckt schon ein bisschen pandemische Erkenntnis drin, aber wahrscheinlich war doch der größte Teil davor erarbeitet worden. Und die haben, wie gesagt, einen 10-Punkte-Plan vorgestellt zur Wissenschaftskommunikation. Darin steht, die breite Öffentlichkeit gibt es nicht, sondern stark ausdifferenzierte Zielgruppen und Teilöffentlichkeiten. Und daran hat die Digitalisierung natürlich unbedingt Anteil, also ist jetzt meine Anfügung dazu, wenn es keine breite Öffentlichkeit gibt, sondern x Öffentlichkeiten. Also du hast ja gesagt, man muss sich fragen, ist es überhaupt notwendig, die zu erreichen? Aber wie könnten die denn erreicht und interessiert werden für Forschung, für Wissenschaft, wenn man eben finden sollte, ja, das ist notwendig? Also gibt es Ideen, sozusagen unter die Oberfläche zu kommen, wie du das vorhin gesagt hast? Ja, es gibt ja tatsächlich mittlerweile wahnsinnig viele Initiativen, also von Wissenschaftseinrichtungen, von Museen, von Science Centers und so weiter, also ganz viele
Initiativen auch der institutionalisierten Wissenschaft oder im Prinzip von dritten Orten, Vermittlungen, also auch Volkshochschulen spielen da eine große Rolle und so weiter, die ja ganz stark im Prinzip sich schon einbringen und in den Austausch mit der Gesellschaft gehen und über Formate wie Kinderuniversitäten, lange Nächte der Wissenschaft, Science Slams, Improvisationstheater zur Wissenschaft, Wissenschaftscomics und so weiter und so fort, ja da schon versuchen irgendwie tatsächlich auch in die Breite auszustrahlen. Und was man dann auch nicht vergessen darf, und das ist, ich glaube, da sind die Preprint-Server möglicherweise so ein ganz kleiner Baustein, aber wir haben ja mittlerweile auch im Prinzip Wissenschaftskommunikation an ganz vielen Orten, wo wir sie gar nicht auf den ersten Blick vermuten. Also wenn wir uns zum Beispiel einen Rezo angucken, der im Prinzip an seinen YouTube-Videos ja irgendwie 50 Klimastudien hoch und runter publiziert, dann ist das für mich auch Wissenschaftskommunikation, die natürlich eine ganz große breite Zielgruppe auch erreicht. Und ich glaube, mit solchen Leuten dann auch im Prinzip möglicherweise stärker in den Austausch zu kommen, diese dafür zu sensibilisieren, was für eine Verantwortung die eigentlich haben und quasi mit denen möglicherweise, also dann oft über diese Arten und Weisen dann auch im Prinzip an möglicherweise andere neue Zielgruppen ranzugehen, ist, glaube ich, schon ein guter Ansatz. Und gerade auf TikTok oder Instagram oder was auch immer gibt es ja ganz viele auch Kommunikatoren, Influencer und so weiter, die da durchaus auch einen super guten Job machen. Jetzt sagt das Papier weiter, Zitat, die Einbindung in entsprechende Kommunikationsformate und die Ansprache von Emotionen unterstützen dabei, dass Wissenschaft authentischer und vertrauenswürdiger wahrgenommen wird, Zitat Ende. Mir rollen sich da schon ein bisschen die Zehennägel hoch, muss ich sagen, weil ich war immer dankbar dafür, dass Christian Drosten eingangs nicht zu enthusiastisch Hallo sagt, ja. Oder auch im Weiteren dann so seine Emotionen eher bei sich behalten hat. Also das wäre für mich ein Ausschaltgrund gewesen, wenn ihr in irgendeiner Weise emotional geworden wärt. Hältst du das für sinnvoll? Also es ist ja oft die Idee, wenn irgendetwas, was man eigentlich für tröge hält, soll ein bisschen aufgesext werden oder Geschmacksverstärker kriegen, indem man irgendwie Emotionen dazu gibt. Naja, wir kennen das als Journalisten ja schon, dass man immer so die betroffenen Perspektive dann mal illustriert. Ne? Zum Beispiel Long-Covid, dann wird am Anfang der arme Patient gezeigt, dann kommen die Experten, am Ende kommt er nochmal aus der Kiste. Das ist nur Illustration. Das ist aber was anderes. Also mir geht es ein bisschen wie dir, dass ich die Formulierung auch, geht mir ein bisschen zu weit, aber weil du den Podcast angesprochen hast, am Anfang haben wir das durchaus gemacht, bis die Bild-Zeitung kam, muss ich leider so deutlich sagen, und es kaputt machte, indem sie eine Kampagne gegen Christian Drosten gefahren hat und er natürlich nichts Persönliches mehr rauslassen wollte. Aber er hat am Anfang auch durchaus mal kurz über seine Familie erzählt und wie er in der Pandemie ist. Und das ja, ist das würde ich aber nicht als emotional beschreiben, sondern persönlich, du machst das ja auch, ja. Meine Kinder und naja, so. Naja, genau. So, ich habe es dann aber oft mehr gemacht, weil ich wusste, die Gesprächspartner können das nicht mehr machen, weil das die einfach zu sehr sonst in so einen Fokus geraten, in den sie nicht rein wollen. Und das ist schon, glaube ich, auch ein bisschen das, was es ist. Also Personalisierung ist ja auch eine Form von Emotionalisierung, indem man eine Bindung schafft an eine Person und indem man es in deren Leben stellvertretend reinholt, was da passiert. Also wenn jemand über Verhalten in der Klimakrise kommuniziert zum Beispiel, dann kann er natürlich, wenn er dann irgendwann das runterbricht auf Alltagsbeispiele, kann er durchaus sich einbringen und dann wird es auch ein bisschen emotionaler, glaube ich. Und deswegen, ich würde das auch nicht übertreiben, weil das einfach zu sehr von der Sachebene weggeht und weil je mehr man das macht, das dann wieder Journalisten, die jetzt nicht wissenschaftlich spezialisiert sind, verführt da einfach was ganz anderes draus zu machen, was es ursprünglich werden sollte, also gar nicht mit bösem Willen, sondern weil sich das so anbietet. Aber ich glaube, so als kleines Vehikel ist das durchaus gut, weil es vermittelt besser. Damit kann ich auch gut leben. Das würde ich sagen, ist ja eine Sache persönlicher zu machen und so wie normale Leute reden, indem sie sich eben über eigene Erlebnisse austauschen, die jeder hat mit einer bestimmten Angelegenheit. Dieses Emotionen war mir an der Stelle irgendwie ein bisschen zu aufgeplustert tatsächlich. Da du das gerade ansprichst mit der Bildkampagne gegen Christian Drosten und ich glaube, wer den Podcast gehört hat, konnte das ja auch nachvollziehen, wie er anfing, seine Worte zu wägen und auch immer klare Demarkationslinien gezogen hat, bis wohin er sich äußert und wo er denkt, das ist Sache der Politik oder irgendwelcher anderen Institutionen, sich dazu einzulassen. Würdest du denken, der hatte sowas oder hat sowas jetzt inzwischen wie eine Vorbildfunktion für Forscher und Forscherinnen oder wirkt genau diese Kampagne und dass man auf der Straße erkannt wird und dieses zu viel an Öffentlichkeit nicht vielleicht auch abschreckend für angehende Forscherinnen und Forscher, die sagen, also bloß nicht, ich will im Labor arbeiten und Sachen rausfinden und nicht irgendwie auf der Straße angemeiert werden.
ich hoffe nicht zu sehr. Also man kann es so ein bisschen sehen, Sandra Ciesek ist als zweite Gesprächspartnerin ja später dazugekommen, so nach 7, 8 Monaten, glaube ich. Und bei ihr ist es ja nicht so ganz so extrem geworden. Also schon auch, das ist auch manchmal nicht angenehm, glaube ich, aber daran kann man sehen, dass es nicht zwingend so laufen muss, wenn man nicht in so einen Fokus gerät. Ich glaube, dass es schon viele abschreckt. Aber wenn man das versucht abzuziehen, wir haben ja nun auch nicht immer eine Pandemie, also auch wenn es leider vielleicht nicht die letzte bleiben wird, aber wir müssen jetzt nicht immer diesen Dauerkrisenzustand in der Wissenschaftskommunikation darauf beziehen. Das heißt, so schlimm, auch wenn Klimaforscher das auch kennen, dass sie angefeindet werden, aber so schlimm muss es ja dann oft nicht kommen. Und ich glaube schon, dass das eine Vorbildfunktion sein kann, weil man eben es, glaube ich, sehr ermutigen muss, zu hören, wie viele Leute, du hast es eingangs gesagt, sich wahnsinnig komplizierte Sachen anhören wollen, wenn es sie denn irgendwie betrifft und wie viel Spaß das machen kann, das zu vermitteln. Also ich glaube, zwischendurch gab es ja auch schon mal Momente, wo man gemerkt hat, diese Kommunikation hat uns beiden im Gespräch dann jeweils Spaß gemacht. Man sucht Bilder, wie vermittelt man die? So wie das natürlich ein guter Hochschullehrer ohnehin auch in der Vorlesung macht, aber für eine breite Allgemeinheit ohne eine gleichermaßen solide Grundlage ist das ja nochmal eine größere Herausforderung. Also ich denke, es kann beides sein und wer sich dann ein bisschen das auf seinen Bereich bezieht und sagt, okay, ich werde aber nicht so im Fokus stehen, der kann da einfach ermutigende Dinge draus ziehen und ich glaube, das passiert auch. Also zumindest soweit ich Rückmeldungen aus der Forschung kriege. Mir fällt noch ein Beispiel ein für zu viel, ja, im weitesten Sinne Emotionalität in Social Media, wo ich ja sagen würde, dass Christian Drosten sich da auch wacker geschlagen hat auf Twitter. Aber ein anderes Beispiel ist der damals noch Grünen-Chef Habeck, der ja dann irgendwann gesagt hat, Facebook und Twitter, danke, tschüss, nachdem er da zweimal sich mindestens ungeschickt eingelassen hat und einen entsprechenden Shitstorm geerntet hat. Wie beurteilt ihr das, Maximilian und Birte? Ist das nicht vielleicht solche, wenn man sowas sieht, ne, solche Persönlichkeiten, man bekommt das mit als Zeitungsleserin und Nachrichtenguckerin, wirkt das vielleicht abschreckend im akademischen Orbit? Also da lasse ich lieber gleich die Finger von Twitter, die verbrenne ich mir dann nämlich. Und wenn ich da bin, dann muss ich es auch richtig machen und so weiter. Ich gehe ja vielleicht nicht in die Wissenschaft, um dann eine Social-Media-Managerin zu werden. Nee, also Twitter ist ja tatsächlich auch ein Medium, das ganz stark zur innerwissenschaftlichen Kommunikation genutzt wird. Also das ist ja schon auch Nabelschau. Guck mal, ich habe das hier publiziert und ich habe den Preis gekriegt und ich bin da zu der Konferenz eingeladen und da bin ich auf dem Panel und so weiter. Und das machen wahnsinnig viele Leute. Da gibt es auch irgendwie wie Journalistinnen und Journalisten. Politiker. Und genau, das ist ja schon auch, also ich meine, Twitter ist ja auch tatsächlich, wir waren vorhin bei der Breite der Bevölkerung. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele User es in Deutschland gibt. Sind es 3 Millionen, sind es 4? Irgendwie so. Es ist ja wirklich ein Elite-Medium. Mal gucken, ob sich das ändert, wenn Elon Musk das aufgekauft hat. Aber bisher ist es ja tatsächlich so. Und insofern hält das, glaube ich, die überwiegende Mehrheit jetzt nicht unbedingt ab. Und wir haben auch tatsächlich viele Studien, die ganz klar zeigen, dass also auch durchaus unterschiedliche Anteile von beispielsweise bestimmten Disziplinen vertreten sind. Also gerade Sozialwissenschaftler sind da ganz, ganz präsent, so und ganz stark unterwegs. Und auch tatsächlich mit der Kommentierung von tagesaktuellen Ereignissen, ne? Genau, genau. Mhm. Und das ist dann tatsächlich eher so ein bisschen, also das ist eher ein Problem, das ich sehe. Das geht jetzt ein bisschen von der Frage weg, aber da ist dann natürlich immer die Frage, was ist dann noch Expertise und was ist, ich mache jetzt mal einen auf Public Intellectual und äußere mich zu allem und jedem so. Und ich finde, das ist eher so eine Gratwanderung. Und da muss man sich, glaube ich, dann so im Bereich quasi der Qualitätssicherung und der guten Wissenschaftskommunikation vielleicht auch selbst mal an die eigene Nase fassen und sich überlegen, ist das jetzt wirklich sinnvoll, dass ich dann jetzt jede politische Aktion auch noch kommentiere, zu der ich möglicherweise eigentlich gar keine Forschung mache oder irgendwie. Jetzt hast du, Maximilian, eingangs auch schon angesprochen, ob es da eventuell einen Ausbildungsbedarf gibt und ob der dann Teil der wissenschaftlichen Ausbildung ist oder ob das so ein Add-on ist, so ein Extra. Ich gucke nochmal in diesen 10-Punkte-Plan zur Wissenschaftskommunikation und lese unter der Überschrift Kommunikationskompetenz stärken. Die Kommunikation über die eigene Forschung und über gewonnene Erkenntnisse muss Teil der Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sein. Sie sind wichtige Botschafterinnen und Botschafter, um Wissenschaft und ihre Ergebnisse in die Gesellschaft zu tragen. Zitat Ende. Jetzt frage ich mich, will ich das denn überhaupt? Ich bin meinetwegen eine Astrophysik-Koryphäe oder eine Top-Molekularbiologin. Wieso soll ich denn Markenbotschafterin meiner Disziplin werden? Ich mache Spitzenforschung und für Kommunikation, das ist ja auch so in der Hochschule die klassische Teilung, ist ja die Pressestelle zuständig.
Würdest du sagen, tatsächlich, das ist der Anspruch, den jede und jeder in der Wissenschaft an sich haben sollte? Ich bin auch Botschafterin meiner Disziplin und meiner Ergebnisse. Also ich glaube nicht, dass jeder diesen Anspruch an sich haben sollte, aber die Wissenschaft sollte ausreichend Freiheiten bieten, dass man, wenn man Lust darauf hat, dem auch nachgehen kann, ohne dass man irgendwie von seiner Institution dafür sanktioniert wird oder einem dann auf die Finger gehauen wird und gesagt, man soll jetzt mal ein bisschen weniger twittern und vielleicht noch eine halbe Studie mehr schreiben dieses Jahr. Ich finde eigentlich die Situation in Deutschland rund um Wissenschaftskommunikation als jemand, der hier an der Universität arbeitet, sehr angenehm, weil es zum Beispiel nicht so ist wie in Großbritannien, wo Wissenschaftskommunikation zunehmend in Metriken gegossen wird und dann hat man im Prinzip Jahresziele. Man muss, wenn man irgendwie im nächsten Messzyklus, die sind halt ein bisschen länger, die gehen so 5 bis 7 Jahre, aber dann muss man im Prinzip auch in der Kategorie Impact so ein paar Häkchen setzen. Und dann führt das dazu, dass Leute so ein bisschen, so unmotivierte Blogposts am Fließband produzieren, um möglichst schnell ihre Metriken abzuhaken. Und das finde ich eine Entwicklung, wo ich eigentlich nicht hin möchte. Und genau, das erstmal, finde ich, ist bei uns ganz gut. Und ob das Teil der Ausbildung werden soll, ich habe das Gefühl, es gibt so, mir würden auch 10 andere Dinge einfallen, die man auch noch zum Beispiel in die Doktorandenausbildung einfügen könnte. Ich glaube eigentlich nicht, dass man das braucht. Es wäre so ein bisschen wie, also vor 30 Jahren gab es auch schon Wissenschaftskommunikation, da gab es halt kein Twitter, da haben die Leute, die Lust hatten, halt einen Zeitungsartikel geschrieben und da ist man auch irgendwie davon ausgegangen, die Leute lesen den ganzen Tag Zeitungen, dann werden sie wohl auch mal einen Artikel dafür schreiben können. Und ich glaube zumindest in meiner Generation ist das ähnlich. Man verbringt dann doch irgendwie mal so ein bisschen Zeit auf der einen oder anderen Social-Media-Plattform, dann kriegt man das meiner Meinung nach auch mit ein bisschen Ausprobieren hin, da zu kommunizieren, ohne dass das zu stark formalisiert wird als Teil der Ausbildung. Das finde ich ja schon mal sehr spannend, den Befund, dass der deutsche Wissenschaftsbetrieb, über den ja auch mit Fug und Recht in vielerlei Hinsicht oft gemeckert wird, dass du sagst, das ist ganz geil, ich habe hier die Freiheit, das zu tun oder zu lassen, ohne dass ich irgendwelche Punktabzüge kriege oder sowas. Ich würde gerne mal, wir haben Halbzeit, beziehungsweise eigentlich ehrlich gesagt schon drüber, gerne mal fragen, ob ihr Fragen habt oder ob es aus Online-Fragen gibt, Till, die wir hier reintragen sollten. Aber ich sehe eine Meldung aus dem Saal, bitteschön. Ja, also, warte mal ganz kurz bitte, es gibt ein Mikrofon, damit ich auch die Leute im Stream hören. Hallo, mein Name ist Schubert, ich bin Physiker und ich habe mir die wahnsinnig gerne angehört, den Podcast. Jetzt eine Frage zur Vorbereitung. Lesen Sie und Herr Drosten auch nicht englische Fremdsprachen? Konsultieren Sie zum Beispiel mal einen Blog in Brasilien oder so? Oh. Ich habe mal was Spanisches gelesen. Das liegt aber nur daran, weil es uns quasi über den Weg lief. Da ging es um Impfstoffe, um die Erforschung und weil ich zufällig Spanisch spreche. Ich glaube, Christian Drosten hat auch mal was Schwedisches gelesen, weil das dem Plattdeutschen sehr nahe ist, war dann aber sehr vorsichtig, ob er alles verstanden hatte. Ja, genau. Daran kann ich mich erinnern. Aber insgesamt habe ich dann so nach 5 Monaten so das Gefühl gehabt, es ist eine Verengung auf englischsprachige Länder in dem, was er zitiert. Naja, die kommunizieren ja aber auf Englisch. Also wir haben sehr viele Studien auch aus Brasilien zum Beispiel tatsächlich gehabt und die waren auf Englisch publiziert. Ne? Also ja, die Studien selbst, aber zum Beispiel, also sagen wir mal, was im Land geschieht. Also ich schaue zum Beispiel viele Videos mal aus Frankreich oder so. Und man kriegt, also ich habe das Gefühl, dass da eine Verengung ist. Und ich habe das Gefühl, dass man vielleicht sozusagen später einen regulatorischen Ansatz finden müsste, dass man sozusagen sagt, ab einer gewissen Verbreitung müsste ein Wissenschaftler auch regelmäßige zweite Fremdsprache. Oh, puh, noch, ich bin noch nicht was, sicher, was ob das gleich leistbar wäre. Was glaube, Wissenschaftler müssen aufnehmen können. Ich glaube nur, dass der Eindruck auch mit der Datengrundlage zu tun hatte. Wir haben ganz viel über England und Großbritannien gesprochen. Und das liegt einfach daran, weil die epidemiologischen Daten haben. So wie Dänemark auch. Dänemark kam auch vor, aber vielleicht zählt das jetzt nicht in die Perspektive rein, die Sie machen. Ja, aber ich würde die Frage, Entschuldigung, ich würde gerne sozusagen so Co-Diskussionen unterbinden. Fragen nehme ich gerne, aber ich stelle es hier zur Diskussion. Findet ihr denn auch, also na klar, die Wissenschaftssprache ist Englisch. Ich arbeite für den Hörsaal auf Deutschlandfunk Nova, wo wir Vorträge senden und gräme mich sehr oft, weil wir gehalten sind, Deutsch zu senden und es natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Vorträge auf Englisch gibt, die ich zumindest auch beurteilen könnte, maße ich mir mal an. Denkt ihr, dass das ist eine Verengung, wenn man sagt, englischsprachige Publikationen werden schwerpunktmäßig zur Kenntnis genommen? Oder ist dann da eben doch das Argument stichhaltig, dass die Wissenschaftssprache Englisch ist und wer eine internationale Resonanz erzielen möchte, wahrscheinlich seine Ergebnisse auch in englischer Sprache publiziert? Was meint ihr beiden, Birte?
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist auch einfach, genau, ja. Also es ist einerseits klar, also gerade jetzt Physik beispielsweise, könnte ich mir auch vorstellen, dass natürlich wahrscheinlich irgendwie 90% der Physiker dieser Welt auf Englisch publizieren. Ich weiß es nicht genau, aber gerade so in Hard Science ist das ja tatsächlich durchaus Usus. Auch, also selbst in Laboren in Deutschland, wo mittlerweile nur noch Englisch gesprochen wird, auch weil die Teams einfach so international sind. Und bei allem, was jetzt beispielsweise Sozialwissenschaften angeht, betrifft es ja auch einfach ganz doll den Gegenstand, also was ich mir da tatsächlich anschaue. Und also beispielsweise jetzt in der Wissenschaftskommunikationsforschung gucken wir gerne auch immer mal in die USA, beispielsweise wenn es um Klimakommunikation geht, und übersehen dabei aber ganz oft beispielsweise, dass der Diskurs da und einfach die ganze Debatte eine ganz andere ist als zum Beispiel in Deutschland. Und da muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen vorsichtig sein. Und insofern bin ich durchaus bei Ihnen, dass man sich da ein globaleres Bild einfangen muss und oder sich dann einfach tatsächlich auch auf im Prinzip dann kulturelle Faktoren und Kontextfaktoren irgendwie beschränken muss. Und die sind dann in vielen sozialwissenschaftlichen Themenbereichen einfach Deutschland. Maximilian, gibt es von dir da noch eine Eingabe zu? Sonst muss ich dich nicht schütteln. Sehe ich genauso. Okay. Ich hatte noch eine zweite Frage gesehen. Ja, genau, das wollte ich fragen. Weitere Fragen. Genau. Ich sehe einen generellen Zielkonflikt, was die Wissenschaftskommunikation angeht. Man tut sich immer leichter in der Öffentlichkeit, nicht nur in der Wissenschaft, wenn man absolute ewige Wahrheiten kommuniziert. Das ist halt so und das bleibt halt so. Das kann Herr Trump zum Beispiel, konnte Herr Trump, kann er wahrscheinlich immer noch sehr gut in den USA. Wenn man seriös als Wissenschaftler in die Öffentlichkeit geht, einerseits möchte man natürlich den Leuten sagen, so ist das und das könnt ihr so glauben und das ist so richtig und wir sind ja schlau, wir haben das erforscht. Andererseits muss man aber ehrlicherweise dann auch sagen, da gibt es Unsicherheitsfaktor, es gibt andere Meinungen, es gibt oppositionelle Meinungen und so weiter und so weiter. Und da sehe ich einen echten Zielkonflikt. Und wie will man das handhaben? Ich weiß gar nicht, also ich will nicht vorgreifen, würde ich Corinna mal fragen, weil natürlich habt ihr mit genau diesen Zielkonflikten auch zu tun gehabt, dass es abweichende Meinungen gibt, dass es Studien gibt, die ein bisschen die Sachen Jota anders bewerten und so, aber das habt ihr, war mein Empfinden immer, also Christian Drosten und Sandra Ziesek haben das dann eingeordnet in das, was sie schon wissen zum Bereich. Ja, und wir haben auch versucht, das kann dann nur jemand, der es gehört hat, beurteilen oder jemand aus der Forschung, wie gut das gelungen ist, das immer zu kennzeichnen, also Stand jetzt oder auch sogar, das ist, haben wir sogar ein bisschen Hauer für bekommen, Christian Drosten hat öfter gesagt, mein Bauchgefühl als Virologe sagt mir, natürlich ist das kein Bauchgefühl, sondern das ist, ich habe dieses breite Hintergrundwissen und erlaube mir jetzt etwas zu interpretieren, sagt dann aber Bauchgefühl, damit klar ist, hier ist eben nicht, die Wissenschaft hat festgestellt, das und das bleibt für ewig so. Und ich finde das aber eine ganz spannende Frage, weil das zahlt auch nochmal auf die Frage von eben ein, ich bin nämlich sehr dafür, Wissenschaftler sollen kommunizieren, nicht mit diesem, jeder muss das, weil das ja auch eine Frage ist, wie gut kann man das, in welchem Format, aber ich glaube, es ist wichtig, diese, ich mag den Begriff so gern, Scientific Literacy, also das Wissenschaftsverständnis zu stärken, auch bei Journalisten übrigens ganz wichtig, damit eben es keine Missverständnisse entstehen, wenn dann mal eine Krise ist. Und das kann eigentlich nur, glaube ich, breit einsickern, so langsam in die Gesellschaft, wenn immer mal wieder kommuniziert wird über Wissenschaft. Also genau über diesen Punkt, es gibt es so gut wie nicht in der Wissenschaft, dass man sagt, hat festgestellt. Das denken die Leute bei Biologie ja ganz oft. Und dann ist es aber meistens so, die Biologen sagen, ist schon wieder um die Ecke, war eine These, ist jetzt doch nicht so. Und das ist ganz wichtig. Also man kann darüber kommunizieren, man muss es aber entsprechend markieren, wenn es Unsicherheiten gibt. Und erstaunlicherweise haben wir in der Rezeption auch gemerkt, dass die Leute, die den Podcast gehört haben, die uns geschrieben haben, und das waren unglaublich viele, die Feedback gegeben haben, ganz viele haben genau das gesagt. Sie haben gesagt, ich schätze das, dass ihr nicht sagt, es ist schwarz, es ist weiß, sondern ich bin unsicher, ich habe Angst in der Pandemie und trotzdem hilft es mir mehr, wenn ich gesagt bekomme, das weiß man noch gar nicht. Weil dann weiß ich wenigstens, dass man das noch nicht weiß. Und das ist, glaube ich, auch ermutigend, dass man das einfach noch ein bisschen mehr genauso versucht zu praktizieren. Jetzt ahne ich hier den nächsten Dissens zwischen euch beiden. Möchte natürlich Öl ins Feuer gießen, Maximilian. Nee, ich wollte es geht nochmal um die Frage Sollen und dann könnte man ja auch noch fragen müssen. Ja, ich glaube, es gibt vielleicht einen Weg, wo ich gar nicht ganz widersprechen muss. Also meine Idealvorstellung ist eher sowas wie eine Arbeitsteilung auf Ebene der wissenschaftlichen Community. Ich glaube nicht, dass jeder, sagen wir, innerhalb des Feldes der deutschsprachigen biomedizinischen Forschung oder sowas, dass jede Wissenschaftlerin und Wissenschaftler gleich viel kommunizieren muss, sondern ich denke, es gibt einfach Leute, die machen das lieber, können das deswegen besser oder andersrum
Und die können ja sehr gut auch die Forschung ihrer Kolleginnen und Kollegen erklären und kommunizieren. Deswegen ist man ja eine Community. Man hat das Gefühl, man hat eine halbwegs geteilte Sprache. Und das meinte ich eben, dann müssen halt Universitäten sich klar sein, wenn sie, oder Kolleginnen, wenn sie einen bestimmten Kollegen oder eine Kollegin berufen, ist das eine Person, vielleicht fehlt an dieser Universität noch jemand, der besonders gut kommunizieren kann. Dann beruft man die Person, die publiziert dafür vielleicht nicht so viel, aber hat man ein paar andere, die publizieren mehr und machen das mit dem Kommunizieren halt nicht so gerne. Also ich finde, es muss nicht unbedingt jeder 10% seiner Arbeitszeit auf Kommunikation verwenden. Es können auch ein paar weniger machen, wenn einer Lust hat, das 2 von 5 Tagen in der Woche zu machen. Und aber diese Person, also reden wir jetzt hier über Neigung und Eignung oder reden wir hier über Ausbildung so richtig knallhart? Also ich nehme jetzt einfach, weil es mir so im Kopf ist, nochmal was aus dem Coronavirus-Update. Du hast ja, Christian Drosten, sehr gerne zu Autovergleichen verführt. Also Fahrzeugtypen, Ausstattung, wie breit sind die Reifen, was ist unter der Haube? Ich will nicht sagen, ihr habt eigentlich nicht Komplexität reduziert, sondern ihr habt Bilder gefunden, die Komplexität begreifbar machen. Was kann die jeweilige Variante und was kann sie nicht im Vergleich zu der anderen? Jetzt würde ich vermuten, dass Christian Drosten durch das Gespräch und dieses Ping-Pong auch das gelernt hat, dieses Umrechnen in Anschaulichkeit. Das ist aber natürlich was man dem Nachwuchs oder meinetwegen auch arrivierten Forscherinnen und Forschern beibiegen kann, in Seminaren und in Fortbildungen? Also plädierst du für die hat die Neigung dazu oder plädierst du für einen, die hat die Neigung dazu und das sollte sie mal professionalisieren? Also wenn man fühlt, man hat die Neigung dazu, wäre es natürlich schön, wenn es an der Hochschule oder sonst wo freiwillige Angebote gibt. Ich meinte nur, man sollte das jetzt nicht noch, finde ich, fix als Item irgendwie in den Lehrplan mit aufnehmen. Also okay. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja, darfst du. Fasse mich auch kurz. Ich glaube, es wäre schön, wenn man das ein bisschen integriert denken würde. Also nicht so als so eine On-Top-Geschichte, weil man muss ja in der Wissenschaft kommunizieren, nämlich miteinander. Mhm. Und auch da muss man ja Dinge veranschaulichen, wenn das jetzt nicht genau jemand aus meiner Fachdisziplin ist. Und wenn das von vornherein ein bisschen mitgedacht würde, dann käme dabei auch daraus, nicht jeder muss es machen und nicht 10% der Arbeitszeit. Aber dass es von vornherein als Bestandteil der Arbeit begriffen wird, dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Mhm. Okay. Darf ich dafür auch noch eine Lanze brechen? Ja, okay. Also vielleicht, um auch die Perspektive ein bisschen zu drehen. Also ich glaube durchaus, dass, also wir kennen auch eine ganze Reihe von Studien, die durchaus zeigen, dass viele, viele, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das durchaus gut finden zu kommunizieren, das auch gern machen, es mehr machen würden, wenn sie sich irgendwie adäquat ausgebildet fühlen würden dazu. Also da gibt es eine Reihe von Studien, die das auch zeigen. Mhm. Und ein bisschen mehr Ressourcen dafür hätten, und dazu gehört natürlich auch Zeit, weil wenn jemand 50 oder 55 Stunden im Labor steht, lehrt und irgendwie noch Paper kloppt, dann ist halt irgendwie für sowas dann auch nicht mehr ganz so viel Raum. Und Anträge schreibt. Und Anträge schreibt, genau, und seine Stellen sich einwirft und so weiter und so fort. Wir sprechen immer von, sollen Wissenschaftler kommunizieren und müssen sie kommunizieren, also ich glaube, dass durchaus auch ganz oft was für die Leute selbst zurückkommt. Ne? Also gerade wenn ich irgendwie Dinge dann auch irgendwie runterbrechen muss oder wenn ich tatsächlich auch mal eine Nachfrage kriege, die einfach ein bisschen unkonventioneller ist, dann geht es ja in meinem Kopf auch weiter und ich komme dann vielleicht auch einfach auf die nächste irgendwie interessante Forschungsfrage und so weiter. Es ist ja jetzt nicht immer nur so ein ich gebe und gebe und gebe, sondern es ist ja durchaus auch was, das man dann zurückkriegt. Mhm. Okay, danke für das Meinungsbild und jetzt bist du am Drücker. Ja, hallo. Boris Nietzsche, ich komme aus der Wissenschaftskommunikation und es wurden hier jetzt in der Diskussion schon eine ganze Reihe von Zielen, die Kommunikation haben könnte, angesprochen, die sehr unterschiedlich sind. Es ging um Wissenstransfer, es ging um Learning, es ging um Öffentlichkeit. Ich habe tatsächlich sehr häufig das Gefühl, dass man sehr viel darüber richtet, man muss kommunizieren und es muss Öffentlichkeit geben und Öffentlichkeit, aber wenig darüber gesprochen wird, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Wollen wir Vertrauen bilden? Wollen wir informieren? Wollen wir lernen oder lehren? Ich habe auch das Gefühl, dass in der Diskussion rund um Wissenschaftskommunikation öfters mal fehlt, was will eigentlich das Publikum? Was macht es mit diesem Wissen? Was braucht es eigentlich? Was macht es, wenn es aus einer öffentlichen Vorlesung rausgeht? Was soll es dann mit diesem Wissen machen, wenn es nach Hause geht? Das ist, glaube ich, also die Frage jetzt ans Podium, müssen wir uns weniger darüber Gedanken machen, was die Wissenschaft will und mehr darüber, was die Gesellschaft braucht und was sie will, auf die Gefahr hin, dass das dann ja eine Rückwirkung hat auf die
Autonomie der Wissenschaft, weil man dann ja nochmal einen anderen Player drin hat, der ja Rückwirkungen, Feedback gibt, das ja vielleicht auch was heißt für die Wissenschaft. An wen ist diese Frage gerichtet? Ich glaube an alle, weil ja alle dazu, glaube ich, unterschiedliche Positionen haben oder vielleicht auch nicht. Ich fange mal vielleicht an mit einem etwas polemisch formulierten Interesse. Die meiste Wissenschaft wird ja von Steuergeldern bezahlt. Also erstmal Wissenschaft sichtbar machen, weil ich glaube, als Bürger, das unterstelle ich jetzt mal, wenn man zu einer Veranstaltung geht, dann hat man ja irgendein Interesse, ist es gut, Dinge sichtbar zu machen, damit ich weiß, was passiert da überhaupt. Und das geht dann einher mit dem, was ich so gerne hätte, dass Leute mehr Wissenschaft verstehen, weil sie einfach in viele Bereiche reinspielt, in Lebensbereiche, und es darum nicht gut ist, wenn es da Missverständnisse gibt, auch nur über die Art der Arbeit. Aber ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich glaube, es ist ganz gut, darauf zu hören, und ich halte das gar nicht für so gefährlich. Also ich glaube, die Leute da draußen, das ist jetzt aber auch meine persönliche Erfahrung, die ich in den letzten 2 Jahren machen durfte, die sind viel schlauer und können der Wissenschaft viel mehr dienen, als man das manchmal vermutet. Natürlich nicht alle, es gibt Teilöffentlichkeiten, aber vielleicht auch wirklich so eine grundlegende Frage mal zu stellen, ich habe das nicht verstanden, was soll das eigentlich? Und dann muss man sich auch mit seiner eigenen Forschung rechtfertigen, und das kann einen ja eben auch wieder weiterführen. Grundlagenforschung erklären ist eigentlich toll, weil sonst kommt irgendein Politiker wieder und sagt, in Hamburg hatten wir mal so einen Wissenschaftssenator, der hat immer so nach dem Motto, wofür braucht man das, das kann weg. Schreckliche Vorstellung. Und eigentlich kann nichts erstmal weg, weil man kann ja ganz oft erklären, warum führt das vielleicht in ein paar Jahren, man sieht es nur noch nicht, zu irgendwas, was der Gesellschaft nützt. Von euch beiden, Birte, Maximilian. Ja, ich kann mal versuchen, das ist wirklich eine sehr knifflige Frage, versuche ich mal so halb ausweichend zu antworten. Ich würde sagen, wenn wir uns an dem Punkt, wo die Forschung abgeschlossen ist, dann überlegen, was will eigentlich die Gesellschaft oder die Teilöffentlichkeiten, könnte man sagen, dann ist das nicht eigentlich viel zu spät. Ich müsste mir noch genau diese Frage stellen, eigentlich am Anfang, wenn ich auf der Suche nach einer Forschungsfrage bin, kann ich sagen, okay, mache ich eher, was weiß ich, vielleicht anwendungsnähere Forschung, dann ist es ein ganz konkretes Problem, was dort draußen irgendwo existiert, ob das ich hoffe, eine Lösung zu finden, oder bei, sagen, selbst bei Grundlagenforschung stellt man sich ja irgendwie die Frage, wozu könnte das am Ende des Tages beitragen, und ja, also da müsste man sich die Frage stellen. Ich glaube, das machen dann auch viele Leute oder viele Forscherinnen und Forscher. Das ist die Frage, okay, gut, müsste man sich das dann nochmal stellen, wenn man es kommuniziert? Also ich glaube, die ist eigentlich schon beantwortet an dem Punkt, die Frage. Birte, ist sie schon beantwortet oder gibt es vielleicht noch eine abweichende Meinung von dir? Nö, also ich wollte eigentlich tatsächlich an das anschließen, was du gerade gesagt hast, weil wir im Prinzip diesen ganzen Diskurs ja hauptsächlich, oder was heißt auch führen, immer mit einem, in einem großen politischen Kontext, weil natürlich Wissenschaftskommunikation auch ein großes politisches Unternehmen ist und im Prinzip es ganz stark natürlich um Legitimation von Finanzierung von Wissenschaft geht und gleichzeitig aber natürlich auch darum, dass wir im Prinzip in unserer wissensbasierten Gesellschaft einfach zu einem Punkt kommen, da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei der Eingangsfrage, wie viel Wissen braucht denn jeder und was muss man denn wissen, wo wir einfach gute Entscheidungen fällen können. Und das gilt ja sowohl für die Gesellschaft in der Breite als auch beispielsweise für die Politik. Und also insofern, glaube ich, kann man da ganz gut an Legitimationsziele, an tatsächlich Informationsziele anschließen. Und dann gibt es aber tatsächlich auch einfach einen großen Bereich an Wissenschaftskommunikation, der wahrscheinlich diesen Legitimationszielen dann auch indirekt dient, wo es einfach ganz simpel um Begeisterung für Wissenschaft, Unterhaltung, auch ja tatsächlich einfach Spaß und Freude geht. Und das finde ich auch durchaus legitim. Also das ist ja jetzt auch kein Problem. Ich weiß nicht, ob die Frage damit jetzt vollumfänglich beantwortet ist. Ich würde noch mal versuchen, so einen Aspekt davon aufzugreifen, gibt oder zuzuspitzen, vielleicht sogar zu verfälschen. Gibt es nicht vielleicht auch Wissenschaftskommunikation, die überflüssig ist oder die Selbstzweck ist, im Sinne von, ich arbeite in der Pressestelle von einer Uni oder einer NGO oder irgendeinem Think Tank, und wir hatten das vorhin schon mit dem Blick nach Großbritannien, ich muss einfach so und so viel PMs rauskloppen, das zählt der Chef am Ende nach und dann kriege ich den Bonus nicht oder was weiß ich. Also gibt es nicht vielleicht auch Wissenschaftskommunikation, die tatsächlich weg könnte, weil die in dem Moment, wo sie veröffentlicht wird, niemanden weiterbringt? Ja, die Frage ist immer, wie man Weiterbringen definiert, ne? Also es gibt zum Beispiel von Maja Horst, einer dänischen Wissenschaftskommunikationsforscherin, eine ganz hübsche Studie, die haben so große Installationen gemacht zu irgendwelchen wissenschaftlichen, also biologischen Projekten.
und haben sich dann mal dahingesetzt und sich angeguckt, was machen denn die Leute eigentlich? Und dann haben sie gesehen, dass tatsächlich die Leute auch da oder wie Jugendliche oder was sich dann auch einfach da drüber lustig gemacht haben und haben das dann als Idiot Behavior bezeichnet und sich die Frage gestellt, okay, was heißt das jetzt für uns? Sie kamen dann zu keiner wirklichen Antwort, aber ist das dann überflüssig oder ist das möglicherweise trotzdem was, wo man dann tatsächlich zum Nachdenken angeregt wird? Also das sind ja dann so sehr, ja, sehr fundamentale Fragen, die tatsächlich schwierig zu beantworten sind. Gleichzeitig gibt es aber auch beispielsweise durchaus ja Kontexte, wo man dann Leute zu irgendwie runden Tischen zu Nanotechnologie oder sowas eingeladen hat und die Leute selbst haben dann gefragt, na, was wollt ihr eigentlich von uns wissen? Also ihr seid doch die Experten, warum sitzen wir denn hier eigentlich? Ne? Also die das dann auch selbst so ein bisschen in Frage stellen. Aber auch das ist ja durchaus irgendwie eine Erkenntnis und eine Lernkurve möglicherweise, die man dann hat. Stichwort Erkenntnis und Lernkurve und du hattest eben auch schon, habe ich so in den Kulissen schon trapsen hören, die wissenschaftsbasierte Politikberatung angesprochen. Ne? Wir haben jetzt heute Abend ziemlich umfänglich die Pandemie herangezogen, so als Beispiel, aber natürlich ist Klimawandel was anderes, worüber wir hätten reden können. Haben wir da ein Scheitern von wissenschaftsbasierter Politikberatung erlebt, weil die Erkenntnisse liegen seit Jahren und Jahrzehnten auf dem Tische, alle wissen Bescheid, aber das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, passt nicht in die Denke von Legislaturperioden, von Wahlterminen und so weiter und so wurde die Lösung verschleppt, passierte also nichts und dann könnte man sogar noch dranhängen, kommt eine schwedische Schülerin und macht das Thema riesig, nachdem so viele Papers vorher geschrieben worden sind, ist doch eigentlich eine total vernichtende Bilanz für die Wissenschaft oder zumindest für die wissenschaftsbasierte Politikberatung, oder? Würde ich so auch nicht sehen, weil natürlich auch, und das ist dann ja eher die politische Perspektive, wann als Politiker oder Mensch, der in irgendeinem Ministerium oder in der EU oder was auch immer arbeitet, natürlich auch mit ganz verschiedenen Stakeholdern zu tun hat und im Prinzip Wissenschaftler einen Baustein liefern zu dem, was man dann entscheiden muss, aber man natürlich auch ganz viele andere Interessen bedienen muss. Und ich sage jetzt nicht, dass das gut gelaufen ist in der Klimapolitik bisher, also es ist fatal gelaufen bisher. Aber ich glaube tatsächlich sind die Prozesse nicht ganz so einfach, wie wir sie manchmal gern hätten, sondern da sind einfach große, komplexe Gemengelagen mit ganz vielen verschiedenen Interessengruppen. Und auch Greta Thunberg hat es ja jetzt nicht, also hat viel Öffentlichkeit hergestellt, aber verändert hat sie ja bisher auch nichts. Aber auch sie hat ja Wissenschaftskommunikation genutzt. Also sie hat es ja nicht erfunden. Sie ist ja ein Vehikel sozusagen. Darum, ich finde, das Wort Scheitern mag ich immer deshalb nicht, weil das so voraussetzt, etwas sei abgeschlossen. Ne? Es geht ja weiter. Es ist nicht gut gelaufen bisher. Aber die Information, die sie hatte, um das zu tun, was sie getan hat, die hat sie aus der Wissenschaftskommunikation, weil sie hat nicht selbst geforscht. Das heißt, das ist auf eine Art auch erfolgreich. Und interessanterweise ist das, was du am Anfang gefragt hast, es ist eine Form von Emotionalisierung gewesen, die sie gemacht hat. Vielleicht ist das dann auch so ein Ansatzpunkt zu sagen, naja, vielleicht muss ja nicht immer der Wissenschaftler bestimmte Tricks benutzen, sondern im Weiteren tut das dann ein Journalist, ein Schüler, der kommuniziert oder so. Also ich würde das versuchen, eher unter der Perspektive zu sehen, was kann man daraus lernen und wie kann dann sowas weitergehen. Stichwort, wie kann dann sowas weitergehen? Wenn wir dann jetzt wieder in den Orbit der Forschenden gucken, sehen wir da jetzt die Scientists for Future, die gesagt haben, also die Fridays haben unsere Interessen adoptiert, wir adoptieren jetzt wiederum die der Fridays und fügen uns sozusagen zusammen. Würdest du sagen, Maximilian, das ist in Ordnung und ist vielleicht auch das genuine Interesse von Wissenschaft oder hast du dann da Bauchweh und sagst, das geht mir dann, es steht mit einem Fuß im Aktivismus, das ist nicht die reine Lehre? Ja, ich würde sagen, dass, also ich glaube, diese Trennung zwischen Aktivismus oder wertegeleiteter Forschung und diesem Idee von einer wertfreien Forschung würde ich so nicht unterstreichen, dass es diese Trennung gibt. Ich würde eigentlich sagen, dass jede Form von Wissenschaft irgendwie zu einem gewissen Grad politisch motiviert ist, politischen Zielen verfolgt. Es gibt aber ein Camp im politischen Spektrum, die gerne für sich in Anspruch nehmen, dass sie die wertfreie Forschung machen, um im Prinzip andere Camps abzuwerten. Würde denen aber quasi nicht zuschreiben, dass sie das grundsätzlich sind. Jetzt wurde mir hier signalisiert, dass wir zum Ende kommen müssen, aber das möchte ich nicht tun, ohne euch nochmal zu fragen, ob ihr noch irgendetwas genauer wissen wollt, ob es noch eine Frage gibt aus online oder aus dem Raum. Also ich hätte eine Online-Frage. Wir hatten vorhin schon über Emotionen gesprochen.
Ist es nicht gerade mit Blick auf komplexe Themen wie die Klimakrise wichtig, dass Narrative auch Nähe zulassen und zum Nachdenken anregen, statt gesellschaftlich vor Gebote oder vor Verbote gestellt zu werden? Ich denke, da sagen alle ja, aber würde mich interessieren, ob es eine abweichende Meinung gibt. Mich hat gerade so ein bisschen nachdenklich gemacht, statt Gebote und Verbote, das muss ja gar nicht sein. Ich hatte gerade die Freude, mit zwei Kommunikationswissenschaftlern und Psychologinnen darüber zu sprechen, die über Gesundheitskommunikation forschen. Cornelia Beetsch kennt man vielleicht, die Kosmos-Studie gemacht hat. Und da haben wir gesprochen über eine dänische Studie, jetzt auch mal wieder Pandemie, nicht Klima, aber man kann es übertragen, von einem dänischen Politologen und einem Komplexitätsforscher. Der Titel fing an mit Communicate Hope. Das ist nicht Gebot und Verbot, sondern das ist Anregung durch, ich habe etwas verstanden, kann ich mein Verhalten daran ausrichten, aber eben mit einem Ziel. Und ein Gebot und ein Verbot bleibt ja bei sich stehen. Also deswegen, ich würde das, wenn man das Gebot und Verbot weglässt, würde ich auch ja antworten. Und ich vermute, ihr zwei beiden auch. Okay, dann will ich jetzt nicht scheiden, ohne hier auch nochmal sozusagen einen kleinen Kinotalk zu machen. Ich vermute mal, ihr habt alle Don't Look Up gesehen. Da würde mich jetzt einfach noch mal interessieren, also ich vermute, ihr alle auch, oder? Oder soll ich noch mal kurz sagen? Nee, ne? Alles klar, ich sehe Kopfnicken. Da würde mich jetzt noch mal interessieren, wie, also es gab ja so eine kleine Debatte danach, also erst große Begeisterung und dann so ein bisschen, ist es nicht zu defätistisch, ist das nicht zu verzerrend, dass wissenschaftliche Erkenntnis und Expertise dann zermahlen wird zwischen politischer Taktiererei und unternehmerischen Interessen und so weiter. Mich würde interessieren, wie ihr das seht, diese Debatte und den Film, der ja natürlich eine Satire ist, das muss man auch dazu sagen, das ist ja keine wissenschaftliche Abhandlung. Oh, hätte jetzt gedacht, dass da sehr viel Meinung zu da ist, jetzt will keiner aus der Hecke. Ich glaube, es ist realistisch, dass sowas zerrieben werden kann. Also ich glaube, manchmal, wenn es tatsächlich ans Eingemachte geht, vor allem wenn es ums große Geld geht, was da ja auch dann ein Thema ist, da machen wir uns manchmal keinen Begriff von, was in der Politik so passiert. Ich habe den Film trotzdem nicht so sehr gemocht, weil er war mir viel zu klamaukig. Und ich hatte so das Gefühl, das verschenkt viel, weil es dann wieder irgendwie zu stark fiktionalisiert wird. Also dann eine Satire muss ein bisschen bissiger sein, ohne so zu überzeichnen. Und dann würde ich mir vorstellen, hätte das noch ein bisschen mehr Impact gehabt. Ich bin nicht sicher, ob diese Diskussion dann wirklich wieder nur so in der Forschung und der Forschungsöffentlichkeit geführt wurde und gar nicht da angekommen ist, wo sie hätte ankommen können. Ja, also ich finde, der Film funktioniert oder diese Satire funktioniert sehr gut, weil da ein wissenschaftliches Feld herausgegriffen wurde, wo, wenn ich das richtig sehe, relativ großer wissenschaftlicher Konsens besteht innerhalb der Community. Deswegen wirkt das so besonders absurd, dass diese Einsichten der Klimawissenschaft und da nicht in der Politik ankommen. In anderen wissenschaftlichen Feldern ist in meinem, der Sozialwissenschaft sieht das ganz anders aus, wie ich eben schon gesagt habe. Da gibt es durchaus Projekte, die, naja, sagen wir mal, die sind jetzt nicht aktivistisch, aber ich gehe einer bestimmten Forschungsfrage nach, weil ich schon irgendwie auch eine politische Idee habe von einer zukünftigen Gesellschaft und daran so mitforschen will. Und dass diese Ergebnisse dann bei einer, naja, bestimmten Regierung jetzt gerade mal nicht ankommen, und ich vielleicht warten muss, bis ein Regierungswechsel stattfindet, das wirkt dann weniger absurd in diesen Fällen. Ja, insofern wird es vielleicht nochmal so ein Film mit einem sozialwissenschaftlichen Fokus geben. Okay, wer weiß, was aus dem heutigen Abend hervorgeht. Ganz zum Schluss, also wir sammeln ja immer gerne Empfehlungen am Ende zu Dingen, wo ihr sagt, guckt euch das an, um zu sehen, wie ich es gar nicht gut finde und machen würde, aber natürlich sehr gerne auch Empfehlungen, also was könnten wir heute auf dem Heimweg oder zu Hause noch gucken, lesen, hören, um Wissenschaftskommunikation vom Feinsten zu hören, sehen, lesen? Habt ihr Ideen? Konkrete Buch- und Filmempfehlungen? Ja, meinetwegen Clips, Accounts, Leute, denen du folgst oder Sachen, die, von denen du sagst, da lese ich und erfahre ich Dinge, die sehe ich und höre ich woanders nicht in dieser Weise. Ich glaube, ich würde einfach gern mal dazu anregen, so ein bisschen jenseits der konventionellen Wissenschaftskommunikatoren mal drauf Acht zu geben, was so passiert. Also gerade so, ich sage jetzt mal so kleine Grassroot-Initiativen. Es gibt jetzt so eine Initiative von zwei oder drei jungen Frauen, ich glaube, das nennt sich Facts for Friends, die im Prinzip so Faktenchecks machen für tatsächlich so Teenies und junge Leute, die aber eigentlich tatsächlich keine Wissenschaftlerinnen sind, aber
sich da tatsächlich irgendwie oder gemerkt haben, das ist ein Problem, wir müssen damit umgehen und das sehr, sehr sympathisch machen. In welchem Kanal? Oder? Die machen es auf Instagram. Mhm. Ich dachte, TikTok haben sie, glaube ich, auch, aber Instagram finde ich ist irgendwie eine, also auch sehr, sehr momentan noch sehr rudimentär finanziert, glaube ich, so eine kleine Initiative irgendwie gestartet. Oder halt tatsächlich dann so Leute wie die Rezos dieser Welt und einfach mal so ein bisschen drauf achten, was machen die denn eigentlich oder NGOs und da tatsächlich mal zu schauen, wie tragen die denn eigentlich dazu bei, dass wir irgendwie über Wissenschaft uns verständigen. Und das wäre eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das, was ich mal empfehlen würde und wo ich jetzt gerade im Moment immer mehr hingucke. Mhm. Ihr zwei beide. Ich mache einfach einen shameless self-plug. Ich habe vor einer Weile mit einem Kollegen versucht, so ein Hashtag zu etablieren, der heißt ein Paper, ein Meme, weil wir irgendwie dachten, es sei irgendeine interessante Idee der Wissenschaftskommunikation, dass wir es schaffen, wir teilen alle sehr gerne Memes und irgendwie haben festgestellt, teilweise funktioniert das total gut, das eigene Paper oder auch die von anderen in so ein bekanntes Template einzubasteln. Hat noch nicht so Zug gewonnen. Deswegen. Okay, ich habe es akustisch noch nicht mal verstanden, Max. Du musst es bitte noch mal sagen, damit es heute Abend hier genau, Tausende von voll haben. Hashtag und dann eins Paper, eins Meme. Ah, okay. Das geht jetzt sowas von durch die Decke. Also der Korpus ist bisher noch recht gering. Corinna, bitte. Wir werden alle gucken. Mir fällt auf Twitter ein, ich weiß allerdings gerade auch nicht, ob es unter einem Hashtag sich versammelt oder ein Account. Ich finde das aber sehr lustig in Mais. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch manche. Also wo Studien entlarvt werden, die einfach nur irgendwas in Mäusen gezeigt haben. Also in Versuchstieren und die dann aber so die Runde machen, als sei das die endgültige klinische Erkenntnis und das wird dann immer markiert mit Just Say It's Mice, das ist irgendwie sehr lustig, also in Mäusen nicht Mice, ne? Von M-I-C-E. Das finde ich sehr lustig und ich habe tolle Bücher gelesen, finde also das Buch von Mighty Nguyen Kim, die wahrscheinlich auch alle kennen, Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, super unterhaltsam, wahnsinnig klug und ich habe tierisch viel gelernt. Und wenn man das noch ein bisschen nerdhafter haben will, dann kann man mal das Buch von Dirk Brockmann lesen. Ja. Komplexitätsforschung, das ist beeindruckend, aber da bin ich auch sehr demütig mal wieder geworden. Okay, habt vielen Dank für eure Einblicke heute Abend, für eure Tipps am Ende. Euch danke fürs Kommen, fürs Zuschauen im Stream und wir sehen uns hoffentlich am 25. Mai wieder. Der Arbeitstitel, der war so schön, Till, dass ich den jetzt hier auch nochmal teilen muss. There's a new sheriff in town, 4 Jahre DSGVO, Ausblick auf den Digital Markets Act und Digital Service Act. Inzwischen ist es gemorpht zu Keeping Up with the Gatekeepers, was auch viel Schönes hat, finde ich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Schönen Abend. Danke sehr. Applaus